Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist Visier 93 Jovo. Halt die Klappe, Motorrad, sonst komme ich raus. Bei der nächsten Ausgabe von Battle Kid Fortress of Peril. Ich habe nachgeschaut, wie die Stelle zu machen ist. Und wie es scheint, soll man diese Ufellis gar nicht zerstören, weil es natürlich unmöglich ist, da durchzukommen, wenn sie wieder an der Stelle gespawnt werden. Man muss einfach ganz schnell durch die Lücke hüpfen und dann nach links gehen. Und dann, das war gut. Um dann nämlich ganz schnell nach oben zu kommen. Was ich auch schon weiter weiß, ist, danach kommen noch zwei Räume, die ich zu bestehen habe, um zum nächsten Speicherpunkt zu kommen. Einfach weiter. Oh! Man muss also mal ein bisschen friedlich sein. Verdammte Kiste, wie mache ich das? Ich habe es mir nur gesehen. Ich habe es nicht mir gemerkt. Okay, also ich muss... Also... Ich muss irgendwie in die Mitte der Kreissäge springen und so und weiter, genau in dem Moment, in dem der Ball da eine Lücke freilässt. Oh Gott. Es soll auch irgendwie möglich sein, hier durchzukommen, wenn man nur einen abschießt, aber das mache ich nicht. Ich schieße lieber alles tot, weil ich es lieber tot sehen möchte, als dass es mir auf die Nerven geht. Mann. Ja, irgendwie, wenn ich... Achso, deshalb, so funktioniert das besser, wenn ich den unteren nicht angreife, dann wird er ja nicht gespawnt und damit nervt er mich nicht. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Ich habe hier so eine schöne richtige Technik. Ich springe und genau in dem Moment, wo ich zack, zack mache, merkt er das? Guckt er hier die Technik. Ich schieße aber. Dabei springe ich auch. Aber dennoch ist der Schuss auf der unteren Ebene. Das ist hier Geschicklichkeit. Bitte sagt mir, dass das Geschicklichkeit ist. Ich brauche mal ein paar wieder positiven Worte. Ansonsten weiß ich nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Okay, wenn ich das da so mache. Abschießen. Ah, wenn ich schneller bin, kann ich es hinkriegen. Okay. Dann brauche ich mir unten keine Sorgen zu machen, dass er kommt. Okay. Und Schuss. Ah ja, so geht es um einiges einfacher. Okay, das merke ich mir. Das merke ich mir. Oh Mann, ich hasse diesen Abschnitt. Den habe ich zumindest gut herausgefunden. Okay. Einfach laufen. Einfach laufen. So. Okay. Wenn die um die Ecke kommen. Hep. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. 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 Okay, wie mache ich das? In welchem Abstand kommt er? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, Absel, Reimer, sie helfen mir so viel. Oh, abgespeichert, komm schon. Was sind das denn für Tulpen? Okay, neuestere. Was sind das denn jetzt für welche? Oh, die halten viel aus. Die halten viel aus, diese. Alter. Die sind eilige Goblins, das sind. Rennlins. Was oder wie? Alter, wie viel der aushält. Wie mache ich das? Hep. Alles muss sterben. Keine Überlebenden. Weg mit dir. Hoffentlich nicht mehr von den Rennlins. Oh, Backe. Oh, Mann. Alter. Ich muss also da über ihn hüpfen. Oh, ich bitte weiter. Ich muss ja nach links gehen. Okay, ja. Kann ich da vorbei, ohne ihn auszuschalten? Ich glaube nicht. Und hier muss ich, glaube ich, mindestens einen ausschalten, damit ich wegkomme.
Mal sehen, wer von euch zuerst stirbt. Dankeschön, ich hatte es gehofft, dass du es bist. Genau reingehüpft. In den Rennlin. Ganz genau reingehüpft. Alter, hätte viel aus. Mich schon ein bisschen süß, wer da rumwatschelt. Also, nein, man musste in einem Rutsch durch. Man kann da nicht warten. Definitiv kann man da nicht warten. Rennlin, halt die Klappe. Ich sag doch gar nichts. Dann halt die Füße still. Kann ich nicht. Ich muss laufen. Dance, Dance, Flash, Dance, Fieber. Oh, Mann, 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 Mann. Verdammt, ich hab gezögert. Ich darf nicht zögern. Da ist Feuer und da sind die Rennlins. Rennlins, Rennlins. Höp. Interessante neue Gegner. Die ziemlich viel aushalten. Höp. Du bist grün, ich bin grün. Wollen wir nicht Freunde sein? Okay. Wie schnell wollen die, dass ich hier agiere? Mein Gehirn ist, glaube ich, nicht imstande, so schnell zu reagieren. Trainierte Gehirne vielleicht. Aber meins ist nicht trainiert. Das ist die Couch. Ich habe eine Couchkartoffel als Gehirn. Ich denke nur, wenn es wirklich sein muss. Und danach tut mir der Kopf weh. Das ist. Okay, ich glaube, ich muss. Wenn es klappt, könnte ich einfach nach links fallen und weg abhauen. Dann kann mich der Rennlin nicht erwischen. Oh. Moment, habe ich da was mit? Also, ich da schon 3 und 9C gestanden. 9CW! Ist das Schicksal? Will mir das Spiel eine Nachricht geben? Du schaffst das, Shobo! Ich zeige es dir! Auf meine Art. Puh, das war knapp gewesen. Und. Ah! Also, ganz knapp, ganz knapp. Irgendwie so muss es möglich sein, oder? Irgendwie so. Weil ich glaube, die Decke ist zu niedrig, dass man da überhin hüpfen kann. Man muss gleich nach links weg. Alter, wie viele von euch muss ich noch hier töten? Ah! Komm schon! Moment. Das zählt nicht. Ich könnte ja so im Grunde auf den Kopf kacken und du würdest es nicht bemerken. Weil du zu schnell unterwegs bist. Also ich könnte üben hüpfen, oder? Und hopp. Und hopp. Oh. Nice. So, dann braucht ja einer nur zu sterben. Und wer ist der glückliche? 1, 2 oder 3? Du musst dich entscheiden, sonst ist es vorbei. Und du bist tot, okay. Man kann sich ja nicht durch ohne Gegner nicht zu töten. Und hopp. Das war der falsche Rhythmus. Wenn danach. Während ich rüberkomme, muss ich auf der linken Seite sein. Nein, muss er auf der rechten Seite sein. Rennen meine ich. Mhm. Und du bist auch tot, weil ich dich nicht leiden kann, so. Jetzt kannst du ganz allein dort verweilen. Komm schon, ich bin weiter, aber. Ich will noch weiter. Ich will in die nächste Welt. Ich will sehen, was es ist. Wir hatten Lüfte, wir hatten Erde. Kommt vielleicht jetzt der berüchtigte Wasserlevel? Wenn ich jetzt wieder recht habe, dann mache ich mir selbst Angst mit meinen Vorherungs-, mit meinen Vorahnungskünsten. Weil das kann ja wohl nicht sein, dass ich das wieder vorher geahnt habe, oder? Oder doch? Weil ich meine, in vielen solcher Level gibt es irgendwie ein Wasserlevel. Man darf nicht zögern, man darf nicht zögern. Das Feuer kann ich noch wahrscheinlich nicht zerstören. Soweit kam es ja noch, dass ich Feuer zerstören konnte. Ich kann aber auch nicht die Kanone zerstören. Nein, geht einfach durch.
Echt, komm schon! Schneller geht's nicht. Schneller geht's echt nicht. Schneller, ich kann schnell sterben, aber schnell durchkommen? No. No, no, no. Das klappt nicht. 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 Das klappt jetzt sowas nicht. Könnt ihr euch wieder vermehren, ihr beiden. Echt es? Oder muss ich doch? Muss ich irgendwie doch in die Lücke rechts fallen und ihr dann ausschalten? Wie soll das denn klappen? Ich muss sozusagen immer springen, wenn er dann vorbeikommt. Und dann mache ich es mir einfach nur um einiges schwieriger. Aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, weil nach links fallen, dann komme ich in den Rennen rein. Es wäre hoch genug, dass ich nicht ins Feuer hüpfe. Schaut euch das an. Ich war zwar unten schon mal wieder ein Fortschritt, aber danach muss ich gleich losspringen, damit ich nicht von ihm erwischt werde. Jedes Mal, wenn ich sterbe, stirbt so ein Teil in mir. So ein Teil, der sagt, ach komm, das schaffst du noch. Und deshalb habe ich mir den Teil von, ach komm, hör auf, das lohnt sich nicht. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, wie man da durchkommt. Ich sehe, wie man hier sterben kann. Dann bin ich großer Meister. Alle Arten des Sterbens zu vorauszufinden. Ihr merkt, ich habe keine Kraft mehr. Ich wollte eigentlich mehr heute aufnehmen zu dem Projekt, aber ich muss irgendwas anderes machen, irgendwas Schönes. Pokémon zum Beispiel, dass ich hier wieder dann gute Stimmung habe. Das ist gerade hier nur... Das ist einfach nur hier, der denkt sich hier... Den kannst du auch am besten Trollface geben, das... Trollface geben! Das würde ihm besser stehen als dieses Schmunzeln von... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich zu tun habe. Man hat zwar gesagt, ich habe einen Job zu erledigen, aber ich laufe hier immer noch links und rechts. Das kann doch nichts sein, aber ey, ich werde gut dafür bezahlt. Da kann ich mit der Familie mal einen schönen Urlaub machen. Mit den Kindern, mit der Susi, mit dem Strollig. Oh, ist das schön. Halt die Klappe da draus. Halt die... Alter... Du, du machst dir lieber gerade keinen Feind in mir. Du hast einen Feind in mir. Du hast einen Feind in mir. Wenn du nicht aufhörst, dann komm ich zu dir. Und dann stehe ich dir ins Kleinhirn. Nein. Ach komm. Kommt, wollt ihr meine Geduld mit auf den Müllerheimern, mit auf, das war gerade die Müller vor, falls ihr es gehört habt. Wollt ihr gerade irgendwie meine Geduld mitnehmen? Ich glaube, die kann man jetzt auch in die Tonne treten. Ja, habe ich jetzt nicht mehr. Und dann sagen sie, tut mir leid, so viel Platz haben wir nicht drin. Wie? Man müsste wissen, was man danach tun muss. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn ausweiche oder ob ich ihn erledigen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, der rennt so schnell links und rechts. Auch wie gesagt, wenn ich versuche, nach links auszuweichen, dann passiert das, dass ich ihm in die Ohren hüpfe. Guck, das klappt nicht. Das klappt nicht. Ich musste eine Sekunde warten, aber diese Sekunde habe ich nicht wegen dem verdammten Feuer. Oh Mann, ich muss wieder nachschauen, wie man es macht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine verdammte, lausige Ahnung, wie man das hier machen soll. Ihr sagt, es ist nicht nötig. Ganz ehrlich. Ist mir schnutzpiep egal. Denn ich habe meine Theorien, aber da ich ja nie so weit komme, kann ich nicht schauen, ob sie sich bewahrheiten. Und anstatt, dass ich das eine probiere, obwohl das andere nötig sein müsste, weil wie gesagt, das mit den Nufellis war genauso. Ich dachte, ich müsste sie abschießen, aber nein, ich hätte sie einfach in Ruhe lassen sollen. Ist ihr Ufelli-Dasein, sollte ich schonen. Aber ich wollte es ja
immer abschießen. Das war mein Fehler. Und genau hier, vielleicht muss ich ja wirklich einfach abwarten. Jetzt war ich im Direkt rein. Der Abstand passt nicht, dass ich nach links fallen kann. Das heißt, ich muss nach rechts und dann jeweils durch Hochhupfen ihn erledigen. So muss es klappen. Zwei lange Salben, aber da muss ich im richtigen Rhythmus sein. Beinahe. Trotzdem werde ich es nachschauen, auch wenn das vielleicht wirklich der richtige Weg ist, wenn ich es jetzt doch selbst erkannt habe. Es muss nötig sein. Leck mich. Leck mich einfach. Leck mich tief. Leck mir die Pupillen aus der Nase, wenn es sein muss. Was wahrscheinlich stehst du drauf, aber hey, tu einfach was. Tu einfach was, was deine Zunge und meinen Körper im Kontakt sieht. Mach es einfach, ja? Mach es einfach. Du brauchst mich nicht zu fragen, mach es einfach. Ich habe gerade wieder keinen Spaß. Ich habe gerade wirklich keinen Spaß. Die Freude ist wieder mal verflogen. Jetzt ist einfach nur wieder... der Herausforderungsteil. Ja, du musst dich richtig anstellen. Spaß ist vorbei. Spaß wurde zu Ernst. Und Ernst ist jetzt 35 Jahre alt. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ein Spiel soll Spaß machen. Okay, Herausforderung, alles klar. Ein bisschen ja. Ein bisschen die Fähigkeiten fördern. Aber nicht bis dahin, dass man überfordert ist. Ich kann nicht mal durch den Sprint. Okay, also wenn einer Wand ist, dann muss ich loslaufen. Aber dann wie? Ich muss einen großen Sprung machen und dann immer nach rechts, immer in seine Richtung landen, nämlich nach links geschaut. Und dann muss ich hinschießen und dann wieder springen und dann wieder schießen. Aber besonders, ich weiß ja nicht, was kommt danach? Was kommt bitte danach? Was wird danach kommen? Noch mehr Rennlins? Kein Spaß. Keinen Spaß. Ich spüre keinen Spaß in meinen Knochen oder Muskeln. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Die werde ich auch auskosten. Aber auch nur, damit ihr die masochistischen Zuschauer unter euch hier an meiner Peilen sich hier laben können. Anderen Grund gibt es ja, glaube ich, nicht. Bitte lass den dritten Bus kein großer Kremlin sein. Rennlin. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Ihr seid schön anzusehen. Um ehrlich zu sein, für Remlins, Rennlins, ihr seid die wunderschönsten Rennlins, die ich je gesehen habe. Aber so... Nein. Nein. So ist nicht schön. So ist nicht schön. Nope. Alles klar, meine Lieben. Es reicht mir. Es reicht mir für den Part. Bisschen kürzer. Ist mir auch egal. Ich werde nachschauen, wie es zu machen ist. Ich brauche eine emotionale Pause, weil ich gerade sowas von null Bock habe. Und damit dieses Projekt weitergeführt wird, muss die Pause jetzt sein. Ansonsten gibt es die Gefahr, dass ich wirklich das Handtuch werfe. Ich habe nie gesagt, dass ich zu Ende spielen werde. Als Umi Ozuma dieses Spiel gesagt hat, hat er auch gesagt, er ist nicht sicher, wie viel ich schaffen werde. Aber ich werde wirklich weiter versuchen. Aber ohne Pause geht nichts. Also, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe von Battle Kid Fortress of Peril gefallen. Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns wieder in der Fortsetzung. Bis dann, sagte 93 Jovo, das bin ich. I love the Nathaniel. Verdammte Kiste. Tschüss. Und bis dann.